Hallo zusammen und willkommen in meiner neuen Reihe in Spiele, die keiner kennt. Und heute möchte ich euch Myst Legacy vorstellen. Myst Legacy ist ein, nein, nicht herkömmliches MMO, sondern ein bisschen alternativ dafür. Und aus dem Grund wollte ich das hier einfach mal vorstellen. Ich werde jetzt einfach mal starten, meinen Server auswählen und starten. Dieses Spiel ist leider nur in Englisch und Französisch im Steam Shop für 0 Euro zu haben. Und aus dem Grund ja, wollte ich euch einfach mal vorstellen. Es wird über einen Item Shop finanziert, den ich bis jetzt aber noch selber nicht kennengelernt habe. Diese Sachen, man kann sich hier halt für, wie Sie sehen, für 5 Euro, 10 Euro, 25, 50 Euro so Sachen kaufen und dann halt viel Stuff dazu, das bis jetzt mir noch nicht viel gebracht hat oder vermisst habe. Das heißt, ja, Gruppenslots, das heißt, ich kann wahrscheinlich mehr Gruppenmitglieder zuholen, ich kann mehr Talente kaufen und alles. Aus dem Grund, ich kann noch nicht viel zu sagen. Hier, jetzt momentan in dem Bild befinden wir uns in meinem Home Hub, also in mein Heimatbereich. Diesen Heimatbereich kann ich komplett ausbauen. Das heißt, ich könnte jetzt hier diese ganzen Wälder abreißen und mir dann hier noch andere Gebäude hinbauen. Soweit bin ich aber noch gar nicht. Ich habe bis jetzt nur meine kleine Taverne, wo ich mich heilen kann, und mein Workshop, wo ich dann Sachen craften kann. So, jetzt komme ich gleich zum Crafting und dem ganzen System. Wir haben einen Charakter, den ich einfach erstelle. Es gibt keine Klassen, es gibt keine sonstig was, sondern du steigerst das, was du kannst. Das heißt, für uns, wenn ich halt viel mit meinem Dolch umgehe, momentan habe ich eine Axt, dann steigere ich Dolche. Wenn ich viel mit der Axt rumlaufe, steigere ich Äxte. Wenn ich viel durch einen Wald laufe und Holz hacke, steigere ich Holz, also Forest und Lumberjack. Und so läuft das ganze Sache. Das heißt, das, was du machst, darin wirst du besser. So, wie man auch schon aus anderen vielen Spielen das kennt. Aus dem Grund kann man sich halt entscheiden, ob man jetzt der große Crafter wird und dann die Sachen verkauft und dadurch das Geld macht, oder ob man durch die Gegend zieht und dort Monster tötet oder wahrscheinlich später auch Spieler tötet und die ganzen Sachen da herausholt. Momentan habe ich sehr ein bisschen auf Crafting gemacht, wie man hier sieht. Meine Crafting-Skills sind weit nach vorne, meine Waffen-Skills sind eher nun minimalst. Ja, das aus dem Grund, so kann ich jetzt momentan nicht zu sagen. Dann das erstmal dazu. So, wie gesagt, man kann durch ein Portal. Dann hat man hier, sind halt diese Portale, die ich jetzt schon entdeckt habe. Die Karte ist relativ groß. Ich weiß nicht, ob das noch später dazu kommt. Ich bin bis jetzt nicht weiter als aus diesem Bereich herausgekommen. Wie gesagt, ich bin noch ganz am Anfang des Spiels. Aber ich wollte es euch trotzdem mal vorstellen. Vielleicht guckt ihr mal rein. Wie gesagt, für 0 Euro ist es, ja, einmal runterladen, das ist definitiv wert. Jetzt haben wir natürlich Nacht. Das ist natürlich ein guter Vorführeffekt. Aber da kann man gleich mal zeigen, hier zum Beispiel wir schlafen eine Runde. Hier unten läuft ein Zeiger ab, dass es jetzt gleich hell wird. Und wenn wir ausgeschlafen sind, kann es losgehen. Hier befinden wir uns in der Welt. Es gibt eine kleine Stadt, wo die erste Anfangsstadt, wo es natürlich die ersten Quests gibt. Ganz normales Questbuch kann man sich hier anzeigen lassen. Das heißt, ich muss hier bestimmte Sachen, also Stäbe bauen, Dolche bauen, muss bestimmte Wölfe jagen, ich muss über irgendwo hingehen, Leute treffen und. Da kann man sind halt viele Sachen. Dann bin ich diese Figur, wie ihr schon seht habt, ist es sehr auf minimalistisch getrimmt. Ich finde das aber gar nicht schlecht, weil man einfach mal hier auch sieht hier, oh, das ist ein anderer Spieler, der hier auch noch rumläuft. Den kenne ich nicht, deswegen ist es nur so kleine Sachen. Man kann einfach mal was anderes. So, zum Beispiel mal einfach mal was zeigen. Wenn ich jetzt mal hier Sachen abbaue, dann läuft das ganz einfach, anklicken und dann wird das halt abgefarmt. Man bekommt hier seine Gegenstände dazu, seine Skills dazu. Und jetzt muss ich mal schauen, ob ich nicht irgendwo noch einen Gegner treffe. Weil dann könnte ich euch das Kampfsystem kurz vorstellen, das
eigentlich hier in dem Spiel mal ganz anders ist. Es ist halt noch ein Quest. Ja, ich könnte auch eine Quest annehmen. Ich habe jetzt etwas entdeckt. So. Aber wie man. Ah, da ist eine Schlange. Da gehe ich jetzt einfach mal hin, um die einfach mal zu anzugreifen. Dann kann ich euch das Kampfsystem vorstellen. Das Kampfsystem ist rundenbasiert. Das heißt, ich habe alle Zeit der Welt, etwas zu tun, mir zu überlegen. Hier unten kann ich meine Skills hinpacken und kann diese Skills dann auf den Gegner oder zwei oder drei anwenden. Das andere, ich habe schon Videos gesehen, da sind die Leute auch mit einer ganzen Gruppe unterwegs. Das heißt, man läuft nicht immer nur alleine mit seinem Charakter herum, sondern hat auch später die Möglichkeit, diese Gruppen zu variieren und dann dadurch auch besser zu werden. So, jetzt habe ich diese Schlange getötet und bin quasi ja, etwas stärker geworden. Das heißt, ich habe meine Achse etwas verbessert, ich habe Loot bekommen von dieser Schlange. Und. Aus dem Grund, schaut mal rein. Es ist auf jeden Fall mal eine Empfehlung wert. Es macht Spaß. Es ist ein kurzweiliger Zeitvertreib. Wenn man es natürlich intensiv spielt, wird das natürlich relativ lang werden. Schreibt mal Kommentare, wie ihr es findet, ob ihr es gut findet. Und ja, viel Spaß dabei, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss.